Ach Menno, das ist doch gemein. So, komm. Ach ja. So, dann kommen die da, dahin und das, da kommt wieder dahin. Das sollte 3, 6, 9, 12. Ich brauche noch mehr Kabel. Oh, da ist noch eins drin. Sehr schön. Eins Kabel. Nein, ich möchte es nicht verschönern. So, sehr schön. Das heißt jetzt, ich brauche den Glowstone. Ja, und jetzt heißt es wieder warten. Bitte warten. Please hold the line. Bitte warten. The person is called is not available at the moment. Thank you. Die Person, die Sie versuchen zu erreichen, möchte nicht von Ihnen gestört werden. So, ab zur Sawbench. Jetzt spricht der von den Maschinen schon in Person. Ist auch cool. Ja, ja. Da sieht man, dass Minecraft keinen Dachschaden verursacht. Nein, den hatten wir schon vorher. No. Minecraft ja. Hat's nur verstärkt. Ja, ja, oder so. Bis zu Tage. So. Aber ihr haben ja gesagt, ich will mal keinen Stack Redstone. Ja, ich bitte. Jo, danke. Bitte. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte. Sehr. Nein, das heißt Erlangen. So, ich sag mal 1,5 Stunden. Hä? Und dann? 1,5 Stunden hat es gedauert, dass ich diesen Eimer dort wieder hingelegt habe. Und er jetzt schon wieder weg ist. Oh. Ach, guck mal, da ist er ja. Hat unser Klaus Samstag wieder geklaut? Borgt. Ja, ja. Ich borge nur. So. Ach ja, ist das schön. Oder auch nicht. Gut, haben wir auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen Holz erstmal. Und Gravel Stone haben wir unten im Lager, glaube ich. Dürfte aber nicht mehr allzu viel sein. Aber ich habe schon meine nächste Quelle gefunden. 6 Stacks nur noch. Da kriege ich das Hotel aber nicht zusammengebaut. Ja, wir müssen uns mal irgendwann für unser Haus auch ein Dach überlegen. Echt? Ach ja, stimmt. Da war ja was. Mhm. Ich habe nämlich bei der letzten Aufnahmesession mit Doc zu ihm gesagt, das schönste Haus. Hat er gesagt, ja, das ist alles schön, nur eins nicht. Und genau da wollte er rein. Oder musste er rein. Musste er rein? Ins ja. Dach? Ja, weil da halt ein Dach fehlt. Das ist halt dann nicht schön. Ach so, ja, okay. Unser Haupthaus ist das hässlichste Haus von allen. Und das ist jetzt, finde ich, nicht schön. Ja. Was mich im Moment ein bisschen stört, das ist, dass wir kein Furniture-Mod haben. Wir müssen doch mal versuchen, den Jemmy wieder reinzukriegen. Der hat wenigstens Badezimmer gehabt. Der ist zwar nicht offiziell auf 164, aber vielleicht funktioniert er ja. Ja, da werden wir mal gucken, irgendwann, wenn ich Lust habe. Nächstes Jahr. Die Leute schauen bei mir gerade zu, wie ich ganz faszinierte Assembling-Maschinen zuguck, wie er zwar so komische Parts da fabriziert. Ach Mann.
Nichts geht voran. Ich gehe mal wieder meiner Lieblingstätigkeit nach. Experimentieren, bauen, finden, dass es nicht gut aussieht, wieder abreißen, neu bauen. So, also das, was ich immer gerne mache. Wie kann ich denn Zellen herstellen? Das kann ich doch mal in der Zeit gucken. Ich will wissen, wie ich die herstellen kann und nicht, was ich danach rauskriege. So ein Scheiß. Okay, Automatic Canning Machine in der Play. Also ach toll, ich brauche den Circuit Nummer 12. Aber den hast du schon gemacht, ne? Josche? Ja, nee, der 12er doch, ja, der müsste im Regal sein. Okay. Weil da kann ich nämlich ein paar Dinger machen, dass ich da mal so Cooling Cells machen kann. Glaubst du nicht, dass das der 12er ist? Ja, es ist der 12er. Ja, wunderbar. So, ich habe ja ein paar Zinnplatten. Ja, super, ich muss da vielleicht noch vorher Zinnplatten machen. Toll. Dafür brauchst du aber wieder den Einer oder gar keinen. Den Einer brauche ich. Ne, mit gar keinem geht's auch, glaube ich. Ach, echt? Ja. Ich weiß also nicht, was für einen Vorteil der Einer-Chipsatz hat. Ob es dann ein bisschen schneller geht oder ein bisschen Energie spart, keine Ahnung. Ach nee, er hat hingeschrieben, du brauchst ihn noch nicht. Aber wäre besser. Oh. Ah, okay. Weil du kennst ihn, ja? Irgendwann brauchst du ihn. Ja. Ich meine, wir haben ihn ja. So ist es ja nicht. Weil er ist ja wenigstens so freundlich und sagt sich, es gibt eine Übergangsfrist. Haltet sie ein oder auch nicht? Aber die Frage ist, ob es jetzt wirklich mit dem Marmor hier besser aussieht oder ob ich. So, und die Circuits habe ich zwar, aber die tue ich jetzt mal wegpacken, weil das geht auch ohne. Bin dann noch so unschlüssig. So, aber auf jeden Fall könnte ich hier schon mal Bäumchen hinsetzen. Wow, ich habe eine ganze Zelle. Eine ganze. Keine halbe, keine Viertel, eine ganze. Mann. Nur die Frage, wie mache ich das? Ah, die Frage habe ich auch gerade. Wo ist Wasser? Ich muss die Zelle füllen. So, und ich will euch was zeigen. Also normalerweise, vielleicht geht's jetzt wieder. Oh, jetzt geht's wieder. Cool. Die Zelle kann ich auch mit Wasser füllen. Sehr schön. Usage? Ich brauche jetzt das Rezept. Ah. Ich brauche Tinplatten. Ach Mann. Sag mal, mittlerweile brauche ich nur noch Platten. Ich bin der Platten-Willi von Plattenhausen. Weg. Wird Zeit, dass ich mir Türen baue hier. Mache ich jetzt auch mal. Ich habe jetzt zum Glück ein paar Carpenter-Blöcke. Oh. Jetzt weiß ich, für was man ein Circuit braucht. Hihi. Ich habe jetzt zu viel reingeschmissen. Ist das ein Scheiß? Ich habe jetzt keine Ahnung, was der draus macht. Auf jeden Fall nicht das, was ich brauche. 10k Coolant Cell. Sehr schön. Gut, jetzt habe ich den Hammer nicht mit, aber das ist nicht schlimm. Hier lasse ich das jetzt so offen oder mache ich es wie oben eins höher? Lass es offen. Okay, der braucht gerade überhaupt nicht lange. Ich habe keine Ahnung, was der baut. Ein Schiff? Schiff wäre cool. Wir haben bloß keinen Hafen. Nee, ich meine ein anderes Schiff. Raumschiff. Ein Raubschiff? Raumschiff? Ja, ein Raubschiff, ja. Mhm. Ist dann ein Piratenschiff. Ich habe doch gerade noch die kleine gehabt, oder bin ich jetzt total... Ich wäre hier blöd. Hilfe! Ich brauche mal ein bisschen Glas. Ich glaube, da hat vorhin jemand Glas gebrannt gehabt. Ah, hier bei mir sind noch zwei Stacks. Wieso ist bei dir Glas? Oh, ja, weil Rohrschneider mal ab und zu wegen was da verteilt und da verteilt und da verteilt. Ja, hier ist auch Glas, das ist gut. Okay, das sollte lang, aber ich muss mir die Säge holen.
Die Schnibbelsäge. Die Schnibbelsäge. Also die brauche ich dann mal. Immer überall war etwas. Eine Dense Tin Blade hat es gemacht, okay. Was kann man mit einer Dense Tin Blade machen? Die brauche ich. Dann brauche ich Dekokram von hier. Nehmen wir den. Das dauert. Gelb, es kann sich rot, nur noch um Jahre handeln, rot Leute. Ist gut. Rot ist Raspberry, okay. Rot, rot ist alles, was ich habe. Darum. Berry. Nein. 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 Na, wo sind sie denn? Sind sie fortgelaufen? Oh Gott. Ja, wo haben wir denn die Büsche? Haben wir keine Büsche mehr? Wen haben wir? Büsche. Raspberry Busch, bla 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 Busch. Doch. Bei den Seeds oben sind sie nicht. Da drunter in den Seeds auch nicht. Da nicht. Oder waren die im Schrank? Schrank? Im Schrank waren die Setzlinge, glaube ich. Die da ist ein Blackberry Busch einer drin, aber sonst ist alles weg. Dann hätte ich gesagt, muss die obere Kante von unseren Büschen draußen abhauen. Ja. Hat einen Vorteil. Die Bäume werden mal wieder. Ja, ich brauche nur so drei Stück eigentlich nur. Eins, zwei, drei. Ich hoffe, ich habe auch alle drei. Ne, zwei. Wo ist der dritte? Das verwirrte Rumrennen hat wenigstens einen Vorteil. Ah, da haben wir ihn. Okay. Ich konnte in der Zeit meine Platten machen lassen. Raspberries habe ich mal aufgegessen. Dann brauche ich... ein Holz nehmen wir denn? Der sieht doch ganz lustig aus, dieser Palmwood. Nehmen wir den. Dann, und das mal wegmachen. Ich werde mich schreien, das gleich welche an, dass ich viel zu blöd bin, dass ich den schon längst gehabt habe. Ach, den können wir auch im Ganzen lassen. Auch egal. Nee, können wir nicht im Ganzen lassen. Ach doch, machen wir im Ganzen. Nein, machen wir doch nicht. Ja, nein, doch, weiß nicht. Ja, das ist schlimm mit mir, ich weiß. So. Ja, wie gesagt, ich bin heute spiele ich auch total verwirrt Minecraft. Da einen, die Säge weg. Was, wieso geht das nicht? Ach, mit Pendel und Slab geht nicht. Muss ich also nochmal kleiner machen. So, das muss jetzt aber gehen. Geht auch nicht. Ach doch. Ja, was jetzt? Ja oder nein? Weiß ich auch nicht. So, okay. Nee, es geht offensichtlich so nicht. Und ich merke gerade. Panel raus. Pfaffe. Aber Panel und Slab müsste doch normalerweise so ein Tribble-Dingsbums werden, oder? Na, ist egal. Dann machen wir halt das aus dem Slab. So, müssen wir noch einmal so halbieren. Gut, dann brauche ich die Erde. Ich brauche ein bisschen Bone Meal. Ups. Da sollte es langen, wenn ich mal eben einen Knochen durchjage. Advanced Circuit. Habe ich den jetzt wieder? Nein, ich habe ihn nicht falsch geschrieben. Den haue ich mal hier in den Pulverizer. So, ich brauche davon zwei. Und davon einen. Okay, ich hätte zwei. Und dann baue ich nochmal eine. Das heißt, ich brauche nochmal Elektroplatten. Ach, Mann. So,
Ach ja, das wisst ihr ja noch gar nicht. Ich habe die Spawnrate von Silber nach oben gesetzt. Kriegen wir aber erst mit, wenn wir in der nächsten Welt sind. In der nächsten Mistcraft-Welt. Ja. Oder in eurer letzten, ein bisschen weiter außerhalb. Ja, genau. Du kannst da gern hinlecken, erzähl ich nicht. Oh, jetzt habe ich eine Erztür. Ah, ist mir jetzt auch erstmal egal. So. Rohrschneider. Ja. Könntest du mal zwei Link-Panels machen? Acht Seiten vorbereiten, zwei Leder. Also ein komplettes Buch mal erstellen. Mit Link im Book, dass wir wieder zurückkommen. Wollt ihr wieder schon wieder verreisen? Ja, wie gesagt, dann können wir ja. Wieder mal ein Abenteuer. Wo sind wir denn insgesamt? Bei Buch 11. 11 wird das dann. Sehr schön. Elektrum haben wir jetzt auch. Nehmen wir das den heißt, mal. Wir haben zwei Circuits und Flip. Auf Papier. Und wieder ein Circuit. So. Dann setzen wir da jetzt erstmal die Erde drauf. So, und dann hier die Büsche. Und zwar einen. Den zweiten kann ich jetzt nicht draufsetzen, weil der erst groß sein muss. Das heißt, dann nehme ich das Bone Meal. Flaschen. Mach mir den groß. So. Dann kann ich den zweiten draufsetzen. Bone Meal. Mach mir den auch groß. Und dann setze ich mir noch den dritten drauf. Oder auch nicht. Nein, ach Mann. Warte, war das nur einer? Ach, das war nur einer, Gott sei Dank. Den kann ich meinetwegen auch klein lassen. Wenn ich jetzt Bohmehl drauf haue, dann müssten rein theoretisch auch schon die ersten Früchte. Ne, geht nicht. Ah, egal. So. Ich bin jetzt total zufrieden, dass ich in 60 Minuten das nicht schaffe, die Maschine hinzukriegen. So sieht das natürlich jetzt blöd aus. Das heißt, der braucht einen Stamm, unser Bäumchen. Und dafür nehmen wir jetzt hier diesen Palmwood-Dings. Zack. Klatschen den da drunter und schon hat unser Bäumchen einen Stamm. Haben wir hier quasi ein Standbäumchen. Standbäumchen? Ein Standbäumchen, ja. Kein Fliegbäumchen, ein Standbäumchen. Ein Standbäumchen. Okay. Ein Indoor-Bäumchen. So, und wenn der reif wird mit der Zeit, haben wir dann unsere roten Früchtchen dran hier, unsere Raspberries. Und dann haben wir nochmal einen zusätzlichen Axon. Aha. So. Man könnte auch Akzent sagen. Aber wäre ja albern. Weißt du, was mir gerade einfällt? Wenn ich schon so ein komisches Ding machen will, sollte ich vielleicht auch noch Stahlplatten durchmachen. So, jetzt brauche ich ein bisschen Glas. Und eine Eisensäge. So, jetzt habe ich 3. Das heißt, wenn der durch ist, habe ich 4. Sehr schön. Ja, dann wird halt. So. Das Glas werde ich natürlich dann hier hinsetzen. Was heißt natürlich? Was wird hier so meine Eingangsfensterfront? Hier raus mache ich dann noch, wenn ich den Hammer mitgenommen hätte, was ich natürlich nicht gemacht habe. Noch eine Glastür. Oder ich kann keine L rein raus machen. Aber da muss ich die Tür mal abbauen. Sehr schön. In der Zeit macht er das. So. Und ich mal gucken, wie das aussieht. Kann ich jetzt gleich das da wieder machen? Mit den Panels geht's nicht, da muss ich richtiges Glas nehmen. Wenigstens ist er mit den Platten schnell. Wenigstens einen Vorteil hat's. So. Muss ich aber trotzdem noch umschisseln, ansonsten sieht das doch recht blöd aus. Weiß noch nicht, bin noch nicht so überzeugt. Und wie gesagt, Leute, wenn ihr denkt, was macht denn der da? Schaut gerne bei seinem Kanal vorbei. Dann seht ihr auch, wie er das Hotel bastelt. Ja. Nicht nur und Hörspiel, auch Sehspiel. Hörspiel hatten meine Leute vor allem, weil sie dich gerade eben immer die ganze Zeit gehört. Ah, oh, dieser Regen, der nervt. Ich stell mich mal unter.
Aber der hört ja auch nicht von auf.